Meine Freunde, Andi hier. Ich hoffe, euch geht's gut und Enter hat einen neuen Track. Was gestern war, werden bereits Intro uns schon gegeben. Und wenn dir der Content gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da. Hau mal auf den Like-Button, es würde in meinem Channel unheimlich helfen. Je größer der Channel wird, desto mehr Content kann ich drauf packen. Und ich finde wirklich, Enter ist so einer der Künstler, der komplett underrated ist in meinen Augen und Ohren vor allem. Am Anfang war ich super skeptisch, ich weiß nicht, ob ich da so mit ihm warm werde. Und im Laufe der Songs, ich habe dann, wie gesagt, mein zweiter Song war dann Intro und dann jetzt, was gestern war. Deswegen bin ich richtig, richtig drauf gespannt, was der Song so bringen mag. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch super nett. Ich habe mit ein paar Mal hinher auf Instagram hin und her geschrieben, deswegen Grüße an dich, Enter, gehen raus. Finde ich mega nice, dass er irgendwie auch so nahbar ist und total entspannter Typ, wie ich das Gefühl habe. Und die Musik schafft es bis jetzt immer wieder bei mir persönlich, mich anzusprechen. Auch wenn ich nicht mit allem 100% relaten kann in meinem eigenen privaten Leben oder in meinem eigenen Leben, um es mal so zu sagen. Aber ich kann es auf jeden Fall fühlen. Und deswegen würde ich sagen, Leute, gehen wir rein und ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Leute, Entertainment, was gestern war. Besuchen den wohl ärmsten Stadtteil Deutschlands, Bremerhaven-Lehe. Der Bremerhavener Zoll stößt etwa mit seinem mobilen Röntgengerät auf immer größere Funde, immer raffinierter versteckt. Oh. 60 für Stammkunden, Geschäfte im Kläffen der Kampfhunde. Koks, Kilo, Biss, ein Stein für den Fall, Domino. Bullen kommen mit Drogen, Hund und Drohne, schätzen grob unsere Kohle mit gezogener Pistole. Oh. Uns erwartet strafrechtlich die höchste Strafe im Kabarett des größten Wahnsinns. Ey, auch hier, wenn wir hier reingehen, so der Einstieg in den Song, 3-3 geht er, wie ich das Ganze sehe, hier richtig nice. Fängt schon mal cool an mit einem Part von ihm. Der Beat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist mega spannend. Also ich bin, ihr wisst es ja, ich bin ein Freund von Progression. Ich weiß nicht, ob es jetzt so weitergeht oder noch irgendein Style-Switch drin ist oder so. Werden wir uns gleich anhören. Ich fand den Einstieg, fand ich auch mega cool. Und da möchte ich gerade nochmal ganz kurz zurück, so ein bisschen das Intro, beziehungsweise Einstieg, die ersten paar Sekunden, was gesampelt das hier, man kriegt so einen kleinen Eindruck, um was es gehen könnte im Song, man bekommt so ein bisschen die Richtung vorgezeigt, sag ich mal so ein bisschen, was da noch kommen könnte, aber bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, der Einstieg von ihm, ich finde immer erst so, wie soll ich denn das sagen, er hat so klare Bars, so klare Lines, die dann irgendwie auch so delivered werden, die mich dann komplett abholen, weil ich denke, okay, krass, da lässt, ehrlich, ich will nicht sagen, das lässt wenig Interpretationsspielraum offen, aber du hast halt so die Struktur, bekommst du vorgegeben, das finde ich mega entspannt. Also das ist nicht so komplett Freestyle, was ich auch gelernt habe, by the way. Ich habe nämlich Freestyle und was war's? Egal, auf jeden Fall verwechselt. Ich dachte immer, Freestyle wäre einfach nur einfach drauf los, ohne einen Text im Kopf zu haben. Aber ich habe jetzt gelernt, was es ist. Hat zwar damit nichts zu tun, aber ADS kriegt gerade wieder und wir machen weiter. Steckt. 60 für Stammkunden, Geschäfte im Kläffen der Kampfhunde. Koks, Kilo, Biss, ein Stein für den Fall, Domino. Bullen kommen mit Drogen, Hund und Drohne, schätzen grob unsere Kohle mit gezogener Pistole. Uns erwartet strafrechtlich die höchste Strafe im Kabarett des größten Wahnsinns. Die Straße lässt das böse Atmen, Passau jetzt getötet haben. Adolf fährt die Goethe-Straße. Mein Zauberstopp kommt straight out of Columbia. Und die Faker kommst ein 20er. Mit dem Finger an die Wichser an den Chefetagen. Ich kann nicht mehr in den Nächten schlafen. Träume liefern Ticker, die die Päckchen tragen. Hol dir deins, krieg mal Ecke Lessingstraße. Wow. Ich weiß nicht mehr, was gestern war. Fress nur tief gepitzt, doch und für einen 60er. Voll auf Oral Jelly und hab sie kurz weggemacht. Noch ein gelber Brief, von dem ich... Oh, schönes Video. Schönes Video direkt. Ich habe auch das Gefühl, cinematografisch ist wirklich, es geht in eine gute Richtung. Geh direkt in Knast. Und mir auch scheißegal, was heute passiert. Riesenmenge gestern Abend durch den Zoll kutschiert. Ein Leben, vor dem Mama nur enttäuscht sein wird. Da jeder Morgen heißt, ich kann einen Freund verlieren. Krass, ein Leben, von dem Mama nur enttäuscht sein wird. Das ist krass. Er hatte auch bei Intro hat er so ein paar Textzeilen drin gehabt. Da habe ich mir gedacht, wow, die hitten irgendwie komplett deep anders und die nehmen mich auch voll mit. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt nicht da komplett hundertprozentig relaten kann, kann ich es trotzdem fühlen. Und ich finde es irgendwie bei ihm, ich weiß nicht, Ente ist so ein Rapper, da habe ich immer so das Gefühl, der rappt auch wirklich das, was er erlebt hat. Weißt du, das ist irgendwie kein Flex, kein irgendwie krasses Tausend hier Kachen und so, sondern das sind immer so die Texte, die dann aus dem Leben kommen oder aus seine Erfahrungen autobiografisch sind und das kann ich da wirklich sehr, sehr krass, ja, was heißt respektieren, aber ich finde sowas cool einfach, wenn man so in seiner eigenen Welt oder aus seiner eigenen Welt berichtet und jetzt nicht großartig so krass übertreibt, bei dem jeder weiß, jo, hat er ja eh nie gemacht oder so, weißt du, also ich finde sowas holt einfach viel, viel krasser ab, als halt irgendwelche Lyrics, irgendwie Texte, bei dem du irgendwie von vornherein weißt, wow, das ist irgendwie jetzt nicht echt, nicht relatable und hier habe ich so das Gefühl, das ist wirklich aus seiner Hood irgendwie, aus seiner Vergangenheit, beziehungsweise eben aus seinem Leben rausgecatcht
Und das macht das Ganze für mich so spannend, ja, weil was Echtes ist immer besser als irgendwas Gefaktes, in meinen Augen. Weil viele schwarze Tränke flutet von Wellen der Kriminalität. Bullen durchsuchen meine Nike-Sneaker bestimmt, um da was Weißes drin zu finden, wie im Shining-Labyrinth. Oh, okay, das gefällt mir so gut. Das gefällt mir so gut. Ey, danke, Ente, dass du genau sowas reinnimmst. So. Ich finde, technisch ist er einfach ein Biest, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber er kann so gut rappen, wie ich finde. Und wie gesagt, ich als Laie, als jemand, der halt Metal so als Hauptmusikrichtung hört, hört sich das so geil an einfach, weil ich, wie soll ich das sagen, er beschleunigt so, bleibt aber trotzdem den Wörtern, wie soll ich das jetzt beschreiben, also er wird halt in meinen Ohren wird er schneller, trotzdem verstehe ich jedes Wort, trotzdem trifft er auch die Wörter in der Tonalität, in der richtigen Kadenz, so in der im Zusammenspiel mit der Musik, also es harmoniert sehr, sehr gut, was ich damit sagen will, es ist einfach nur so, und wenn man so ein bisschen schneller, mal langsam mit, ich liebe das so ein bisschen, Tempo-Switch, ich finde es richtig cool, und ungeachtet dessen, die Musik, der Beat ist richtig geil, wie ich finde, man bekommt hier richtig Bock, einfach mehr davon zu hören, und oh, ich weiß es nicht, so Ende-Tracks machen mit mir was. Das war bei Intro genauso. Da hatte ich so, dann saß ich so da und da. Und gerade im letzten Part noch irgendwie im letzten Drittel des Songs dachte ich so, es wird immer besser und immer besser. Und das gleiche Gefühl beschleicht mich hier. Also am Anfang dachte ich mir, oh ja, es gefällt mir Beat. Ich mag es eh, wenn es ein bisschen melancholischer ist, ja, nicht so dieses Happy Dings da. Ich bin eher so derjenige, der dann vielleicht so ein bisschen was Düsteres braucht, auf jeden Fall. Aber das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aber es ist nicht zu düster, ne? Es ist nicht irgendwie zu krass, irgendwie Depri zu, boom, 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 sondern es ist immer noch so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer ist da mit drin. Ne? Also ich höre in der Musik immer wirklich so einen Lichtschein durch Strahlen, durch seine Lyrics, durch die Beats. Ich finde, das lässt irgendwie auch nochmal so ein bisschen die Hoffnung aufblühen und dieses Positive, auch wenn es vielleicht eine düstere Umgebung ist. Weißt du, wie wenn du mit einer Taschenlampe in so einem Brunnen rumleuchtest und dann kriechen so die ganzen Spinnen und Käfer und ah, da kommt jetzt ein Lichtschein und dann verstecken sie sich und rennen in das Schatten. Aber im Endeffekt ist dann doch was Positives, was die Szenerie da erleuchtet, und das gefällt mir. Weil viele schwarze Tränke flutet von Wellen der Kriminalität. Let's go. Bullen durchsuchen meine Nike-Sneaker bestimmt, um da was Weißes drin zu finden, wie im Shining-Labyrinth. Das ist unser Beton, wir werden die Steine los wie bei einer Runde Mayon. Auch nach dem 100. Song noch näher Eichendorffstraße mit den Jungs an der Front. Da ist kein Blau im Schwarz zu finden. Und so stürzt der Taubenschwarm vom Himmel. Im Zentrum unseres ausgemalten Bildes sehen wir auf der Haut den Stahl der Klinge. Wow, auch jeder Part mit dem, da stürzt der Taubenschwarm vom Himmel. Das sind einfach so Metaphern oder einfach Bilder, die gezeichnet werden. Ich sag immer, ne, der Künstler nimmt so einen kleinen Pinsel in die Hand und zeichnet und malt so ein Bild. Und bei Enter habe ich immer das Gefühl, Bro, da ist wirklich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Dark Picasso am Start. Ah, es ist schon düster, es ist schon eine krasse, harte Weltenumgebung, aber wie ich schon sagte, trotzdem scheint für mich immer so dieser metaphorische Sonnenstrahl durch. Warum? Weil er irgendwie trotzdem immer, ich weiß nicht, ich habe bei ihm so das Gefühl, ob es jetzt an seiner Stimme liegt, an der Tonalität, einfach so, wie er das rüberbringt, aber ich habe immer so das Gefühl, da gibt es immer noch so was Positives, so eine positive Message in den Songs, und das finde ich cool. Also es ist zwar eine krass düstere Welt, die gezeichnet wird, und es ist auch schon, wie gesagt, metaphorisch, ne? Wenn der Taubenschwarm vom Himmel stürzt, das sind ja schon fast apokalyptische Zustände so. Aber trotzdem ist da immer noch ein Restfunken Hoffnung, Restfunken Positivität drin, jedenfalls in meinen Ohren. Und es schwingt immer sowas durch von, hey, ja, scheiß drauf, so was gestern war, keine Ahnung, morgen kann es besser werden, so interpretiere ich das. Oder es nie vergessen, was gestern war, um aus den Fehlern zu lernen oder vielleicht Sachen besser zu machen. So. Das ist so das, was bei mir dann ankommt in der Musik, und das finde ich schön. Verhalt, Spuren im Wald, blutige Skalps, pure Gewalt. Der Fluch, er war alt und er lastet auf uns, der Brut des Asphalt. Ich weiß nicht mehr, was... Asphalt, Wald, alt, ich finde es so geil. Auch hier wieder die Reimschemata am Start, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Auch hier könnt mich ja ein bisschen teachen, wie man das Ganze nennt und so, aber ich finde es so geil. Also ohne Witz, Ente, ich spreche dich mal persönlich an, so, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Track sehr, sehr gut. Ich bin jetzt nicht in der Welt drinne, ich bin auch nicht in dem Musikgenre standardmäßig zu Hause, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann damit was anfangen. Ich finde es mega relatable, ich finde es wirklich echt, es hört sich wirklich echt an, es hört sich so an, als ob du das Ganze erlebt hast, und das macht es mir persönlich viel einfacher, so den Einstieg in das Genre, aber auch in die Musik, in deine Musik zu finden, und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, hier so einen Künstler zu sehen, wie er letztendlich auf dem Track auf. Blöd, ich habe ja auch, ich glaube, in dem vorletzten Track
hat er auch irgendwie sowas gesagt, irgendwie, keine Ahnung, innerhalb von den 3 Minuten bin ich frei oder so. Also man merkt schon, dass Musik vielleicht so sein Bewältigungsmechanismus ist oder so ein Medium, sein Tool, sein Werkzeug in der Toolbox, wie er letztendlich vielleicht Dinge verarbeiten kann oder letztendlich auch einen positiven Outlook dann in die Zukunft hat. Und sowas finde ich cool. Sowas sollte jeder haben, egal ob es Sport ist oder was weiß ich, Zocken oder irgendwas, was im gesunden Maßstab dir hilft, irgendwie da oben im Kopf besser zu kommen, klar zu kommen und besser zu werden dann letztendlich auch als menschliches Individuum, finde ich. Tutti. Gutes Asphalt. Ich weiß nicht mehr, was gestern war. Fress so tief gebitzt, doch heute für ein 60er. Voller vor ein Jelly und hab sie kurz weggemacht. Noch ein gelber Brief, vor den ich geh direkt in Knast. Und mir auch scheißegal, was heute passiert. Riesenmängel gestern Abend durch den Zoll kutschiert. Ein Leben, vor dem Mama nur enttäuscht sein wird. Da jeder Morgen heißt, ich kann einen Freund verlieren. Wow. Boah, das hittet irgendwie anders, oder Leute? Oh, war das nicht Hollywood Hank hier? RIP. RIP, 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 rest in peace, so. Oh, hier, das war, sorry, dass ich jetzt, aber die Zeit will ich mal nehmen, ey. Rest in peace, Hollywood Hank, ey, ich habe das noch am Rande mitbekommen. Das hittet natürlich anders und wenn er hier mit Ente am Start war, deswegen Liebe geht raus und mein Beileid auf jeden Fall. Oh, das hittet gerade irgendwie anders. Doch. Das meinte ich, das ist großartig. Ich weiß nicht mehr, was gestern war. Einfach die Tragweite. Und mir auch scheißegal, was heute passiert. Die Stimmung, die Gefühle. Bombenbeat, Bombenlyrics, ey, Entertainment, was gestern war. Und mir auch scheißegal, was heute passiert. Leute, ich bin versucht, ich hätte auch Bock auf die Box, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mal angucke, was da alles drin ist, ey, das sieht schon mal ziemlich nice aus und wie aus einem Guss. Das hört sich cool an. Sieht cool aus. Ein Hoodie, ich bin immer Freund von. Ja, die Box. Ich muss dann gleich mal nochmal näher reinschauen. 1.3.24. Ich glaube, das ist doch der 1.3. oder hier ist das. Ah, das war letztes Mal schon. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das müsste vielleicht ein bisschen kleiner sein. Also, das ist, glaube ich, der 1. ne? 1.3.24. Jetzt vorbestellen. Leute, checkt die Box ab auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt. Ey, Ente, ich finde es auf jeden Fall ein richtig gelungener Song. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir der Song sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gerade zum Schluss nochmal auch hier wieder das angesprochen oder erlebt, was ich angesprochen habe, so mit Hollywood Hank und so, ne? Weil ne, heute bedeutet es, ein Freund irgendwie nicht mehr da sein kann oder sterben kann oder so. Die Textzeile, die hatten nochmal dann anders gehittet. Deswegen auch nochmal hier RIP, Hollywood Hank und ja, Ente, ich find's cool auf jeden Fall, dass es einen Künstler gibt, der wirklich so, wie soll ich sagen, echt bleibt, wie ich finde. Also ich habe jetzt schon wirklich so ein bisschen Einblick in den Deutschrap bekommen und es gibt immer mal wieder so Künstler, bei denen ich denke, oh, das ist ja diese, was heißt Image, aber ja, doch, es ist vielleicht Image-Rap und bei ihm habe ich das aber gar nicht so das Gefühl und das ist wirklich erfrischend, mal sowas zu sehen, das ist erfrischend, wirklich so einen Künstler am Start zu haben, der da wirklich so authentisch rangeht und für mich persönlich, auch als Außenstehender, mir das Gefühl gibt, yo, das ist jetzt nicht gefaked oder so, deswegen gefällt mir das richtig, richtig gut. Also ich bin voll intrigued. Am Anfang dachte ich mir, oh, was wird denn das jetzt, als ich Ente noch nicht so gekannt habe. Dann habe ich einen Song gehört. Mir fällt da jetzt auch gar nicht mehr ein, wie er war, sorry. Das war so die Landschaftsszenerie. Ich glaube, da war irgendwo so auf dem umgekippten Laster oder so noch irgendwie drauf. Dann Intro und dann hier, was gestern war. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was er noch so im Repertoire und im Portfolio. Ich bin auf jeden Fall auf das neue Album gespannt. Und wirklich ganz unaufgeregt, das ist so ein bisschen, ne, Ente, ein bisschen gelb heute angezogen. So. Lustiger Zufall, aber ich habe da wirklich Bock drauf, noch näher den Künstler kennenzulernen. Und ich habe wirklich so das Gefühl, da erwartet mich wirklich noch eine großartige, großartige Diskografie. In diesem Sinne, Leute. Haut mal auf den Abo-Button, haut mal auf den Like-Button. Schaut auch bei Ente persönlich vorbei. Auf seinem Channel wollte ich mal hier anmerken. Schaut euch bitte nochmal das Video an. Schaut euch alle Videos an von Ente. Finde ich wirklich großartig. Sowas sollte man supporten. Und Liebe geht raus. Escort, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Bis dann. Euer Andi.